Hast du schon mal zwei Menschen in der gleichen Situation beobachtet und trotzdem haben beide völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielt? Die Ursache ist heute erforscht, denn die Epigenetik weiß genau, dass wir zwar viel an Veranlagung mitbekommen, aber letztlich unser Denken entscheidet, was wir daraus machen. Und viele Menschen stecken fest im Teufelskreis der Negativität. Und ich werde dir heute zeigen, wie du wechseln kannst in die Aufwärtsspirale der Menschen, die erfolgsorientiert denken, die nicht nur positiv, sondern konstruktiv denken. Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Coach, Trainer, Berater, sondern auch Unternehmer. Und da ist es jeden Tag natürlich wichtig, dass ich nicht Gefahr laufe, in den Teufelskreis der Negativität zu verfallen. Das bedeutet, jeden Tag darf ich genau das, was du in diesem Video sehen wirst, selbst praktizieren. Und nun geht's los. Schauen wir nun in die Ausgangssituation, in der die Untersuchung gemacht worden ist. Wir haben hier zwei Studenten im gleichen Semester an der gleichen Universität, die die gleiche Hausarbeit und die gleiche Prüfung ablegen müssen. Schauen wir uns zuerst den Studenten Bernd an. Der kriegt die Prüfungsaufgaben, die Hausarbeitsanforderungen und kommt sofort zum Urteil, das ist aber schwierig. Er fragt sich sofort, zweifelnd, ob er das schaffen wird in der Zeit, denn er muss ja noch arbeiten, er muss noch umziehen, er muss das noch packen, hier was verschicken. Er findet sofort Gründe, weshalb es nicht geht und kriegt langsam Angst, dass er nicht nur die Hausarbeit und die Prüfung nicht schaffen wird, sondern das ganze Studium nicht abschließen wird. Das Ganze mündet dann in einem Stressverhalten. Und im Stressverhalten ist es so, dass das Gehirn, unser Lernsystem runterfährt, unser Neokortex runterfährt und natürlich die Erholung runterfährt. Und zum guten Schluss kommt dann auch noch Panik auf, als der Zeitpunkt der Prüfung und der Abgabezeitpunkt der Hausarbeit immer näher rücken. Der zweite Student namens Anton hingegen trifft eine ganz andere Entscheidung in der gleichen Situation mit der gleichen Prüfung und Hausarbeit vor sich. Er sagt sich, oh, das ist aber eine leichte Aufgabe, denn ich habe festgestellt, dass andere Studenten vor mir diese Aufgabe auch schon bewältigt haben. Es muss also machbar sein für die anderen, damit auch für mich. Und er setzt sich sofort eine Frist, also macht ein Ziel mit Zeitpunkt und leitet davon einen Plan ab. Und er visualisiert auch den Plan, die Abarbeitung, die Erledigung der Aufgaben, die Abgabe der Hausarbeit, das erfolgreiche Bestehen der Prüfung, stellt er sich genauso vor wie der Marathonläufer, der durchs Ziel läuft. Und da kommt Freude in ihm herauf und mit dieser Freude geht er durch die Tage, Wochen und Monate, bis er schließlich vor der Frist bereits alles fertig und abgegeben hat. Und du kannst dir Sicherheit an einer Hand abzählen, wer die bessere Note hat, wer die Prüfung bestanden hat. Das wird sehr unwahrscheinlich der Student B, Bernd, sein. Denn er hat durch seine Bewertung der Situation, durch seine Vorannahmen, die er hat, vielleicht hat er noch negative Erfahrungswerte aus der Vergangenheit hinzugezogen und hat sich selbst erklärt, dass es schwierig ist. Und wenn du das tust, wenn Bernd das tut, dann geht in unserem Unterbewusstsein ein kleines Männchen zu unserem Stellwerk und nimmt den Hebel und stellt ihn um auf das ist schwierig, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Anton hat sich da ganz anders entschieden. Er hat die Lage bewertet, dass es leicht ist, dass es machbar ist. Er hat sich ein Ziel gesetzt, auf das er sich freut. Und bei ihm geht das kleine Männchen im Unterbewusstsein zu dem gleichen Hebel, stellt ihn aber um auf leicht und machbar und kriegt dadurch intrinsische Energie, die Aufgaben tatsächlich auch anzugehen. Was bedeutet das nun für dich und auch für mich, für jeden Menschen? In der Wissenschaft wurde in der Epigenetik erforscht, dass zwar eineiige Zwillinge gleiche Erbanlagen haben, aber das, was du daraus machst, das, was ich daraus mache, das entscheiden wir selbst. Das bedeutet, wir kriegen zwar Veranlagung mit, aber selbst die Gestaltung der Gene, der Hormone, werden durch unsere Verhaltensweisen, werden durch unsere Entscheidungen maßgeblich beeinflusst. Das bedeutet also, du bist kein Opfer, wenn die Umstände schwierig zu sein scheinen. Du hast es selbst in der Macht, aus diesem Teufelskreis der Negativität auszusteigen, indem du dich einfach entscheidest, die Lage neu zu bewerten. Was kannst du also konkret tun, wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest? Stell dir einfach vor, dass du auf einer Linie stehst, die einen Mittelpunkt hat und es geht einmal nach West und einmal nach Ost. Und es ist so, dass du mit deiner Bewertung, wie du die Lage bewertest, gleichzeitig auch den Fokus änderst. Du kannst also selbst entscheiden, da wo du heute stehst, ob du dich auf das konzentrierst, was dazu führen könnte, dass du es nicht schaffst, oder ob du dich auf das konzentrierst, was dich dazu hinbringt, deine Ziele zu erreichen. Die Epigenetik sagt also, du kriegst ein Potenzial mit, aber was draus wird, das entscheidest du jeden Tag neu.
Du kannst dich also bewusst dafür entscheiden, dich auf das Negative, auf das Schlechte, auf das Schwierige zu konzentrieren. Dann bist du im Teufelskreis der Negativität gefangen. Konzentrierst du dich aber darauf, wie es gehen könnte und was dir alles dabei hilft, dass du es auch schaffst und du auch guckst, wie andere das geschafft haben, dann bist du auf der sogenannten Aufwärtsspirale zum Erfolg. Jetzt kann es natürlich sein, dass du in der Teufelsspirale der Negativität schon viele Wochen, Monate oder gar Jahre unterwegs bist. Vielleicht stammst du aus einem Elternhaus, aus einem Umfeld, das gar nicht anders denken kann. Das heißt, für dich ist es normal. Deine Verhaltensgewohnheiten sind in diesem Bereich zurzeit noch gefangen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, alles, was du heute kannst, hast du erlernt. Und alles, was du heute kannst, kannst du verlernen. Und du kannst Neues lernen. Sprich also, du kannst dir Menschen in deinem Umfeld suchen, die dich dabei unterstützen, zu wechseln aus dem Teufelskreis der Negativität hin zur Erfolgsspirale nach oben. Deshalb lade ich dich ein, in allen Dingen, wo du heute und jetzt gerade glaubst, dass es für dich nicht funktioniert, einfach das Gegenteil zu denken. Und wenn das noch nicht so gut gelingt oder du bestimmte Ergebnisse in deinem Leben noch nicht hast und du weißt nicht, wo die Ursache ist, dann lade ich dich zweitens dazu ein, dass du dich auseinandersetzt, dass du dich triffst mit einem Coach. Bei uns kannst du beispielsweise jetzt ein kostenfreies Erstgespräch beantragen, denn unsere Berater und Coaches beraten dich bundesweit fast rund um die Uhr dabei, dass du deine Ziele erreichst. Deshalb lade ich dich jetzt ein, nicht nur das Video mit Daumen hoch zu liken und den Kanal zu abonnieren, sondern jetzt auch das kostenfreie Erstgespräch zu beantragen. Denn wir begleiten dich über Tage, Wochen und Monate dabei, dass du der Mensch wirst, der mit Leichtigkeit an Prüfungen und Herausforderungen herangeht und dann auch die entsprechenden Ergebnisse erzielen wird. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.